Aber jetzt, wo die Raketen den Ton angeben, die Gehirne leer gespült werden und die Heeresleitungen sprechen, gilt für uns keine Herleitung, keine Überleitung. Sagen wir es direkt, unumwunden. Es ist Wendezeit. Die Wände bröckeln. Wir sind der Wind und rütteln. Haben Sie auch schon mal Ihr Kissen mit beiden Händen, mit beiden Fäusten gepackt, reingeboxt, es geschüttelt, so wie Sie eigentlich die ganze Welt packen und schütteln möchten, um ihr zu sagen, hey, aufhören mit dem Wahnsinn, sofort aufhören, aufhören! Ja, das sind so Aufwachträume. Gerade noch hörst du den Scholz sagen, Frieden mit Russland ist ein Angriff auf unsere Demokratie. Und plötzlich wachst du auf, sitzt kerzengerade im Bett und hast alles glasklar vor dir. Die größte Gefahr für unsere Demokratie ist die Demokratie. Die Demokratie, eine glänzende Idee. Heute reine Simulation. Sie wurde ja errichtet mit Hilfe des Adels, der Mächtigen, um diese Demokratie mit allen Mitteln zu verhindern. Heute ist es ein durch und durch gefaktes Spiel. Und was sagt dazu die gewählte Regierung? Was immer auch gesagt wird, wenn es nicht von uns ist, ist es gelogen. Und was machen wir jetzt? Die Verfassung revidieren? Eine total neue Verfassung für total neue Menschen? Oder sagen Sie mal, wie ist eigentlich so Ihre Verfassung? Ja, wie geht es Ihnen?